Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen heute vor meinem liebsten Bücherregal, dem Bücherregal rund um Mittelerde. Und heute, am 3. Januar, soll es um J.R.R. Tolkien gehen, der heute 125 Jahre geworden wäre. Und ich möchte einfach, ein kleines Video meiner großen Liebe widmen, meiner gänzlichen Lieblingsgenre sozusagen, dem High Fantasy und alles nur durch ihn. Und ich habe da so ein paar Infos mir herausgepickt, ein bisschen was, worüber ich sprechen möchte, und dachte, wo stehen wir besser, wenn nicht direkt an diesem Regal, wo so ziemlich alles vertreten ist, was es gibt, vielleicht wahrscheinlich nicht ganz, aber die großen Werke stehen sozusagen hier, auch die etwas kleineren. Oder besonders klein, wenn man an die Lieder der Hobbits denken mag. John Ronald Reuel Tolkien wurde eben am 3. Januar 1892 in Bloemfontein in Südafrika geboren, ist dann mit seinen Eltern nach Großbritannien gezogen, verlor da relativ früh seinen Vater, hat sich dann zusammen mit seiner Mutter und auch seinem Bruder der katholischen Kirche sehr verbunden gezogen, wurde dementsprechend auch sehr katholisch erzogen, was sich manchmal wohl tatsächlich in seinen Büchern widerspiegelt, hat dann auch noch sehr jung seine Mutter verloren und fühlte sich dann wohl doch manchmal auf dieser Welt sehr, sehr einsam, bis er dann Professor für englische Sprache an der Universität von Oxford wurde. Die Sprache war seine große Liebe sozusagen, und er hat sich sehr mit Sprachen beschäftigt, hat nicht nur die alten Sprachen im Grunde studiert, sondern hat sich sogar neue einfallen lassen. Ja, was gibt es zu Tolkien ein bisschen zu erzählen? Ja, wir haben hier natürlich einen Autoren, der riesengroße Werke geschaffen hat, der episch gedacht hat, der ein ganzes Universum geschaffen hat. Und es begann im Grunde so ein bisschen mit der Idee, etwas um eine Sprache herum zu entwickeln. Er hat sich unter anderem ja auch Sprachen ausgedacht, die sich vom Gotischen zum Beispiel abentwickelt haben, beziehungsweise das Sindarin sich zum Beispiel auf dem Walisischen im Grunde aufbaut. Und um diese Sprachen zu verwenden, hat er eben eine Welt erschaffen, die wir eben als Mittelerde kennen, wo wir eben auch unterschiedlichste Geschöpfe haben, von Hobbit über Elben, über die Menschen, über Orks, über Zwerge, und all die dann eben auch eine andere Sprache haben und dann eben auch noch eine gemeinschaftliche Sprache, in der Regel die der Menschen sprechen, die wir eben auch kennen, wie wir sie sprechen. Und diese Sprachstudiererei hat ihm im Grunde nicht nur geholfen bei seiner Geschichte, sondern er hat das ja im Grunde auch gelehrt, war ein sehr angesehener Professor an der Oxford-Universität und hat dann dort auch die Liebe gefunden, seine Frau, und die Liebe hielt dann eben auch bis zum Tode seiner Frau, die, glaube ich, auch sehr krank wurde, bevor sie dann starb. Und als Tolkien dann 1973 in Bournemouth mit 81 Jahren gestorben ist, haben seine Kinder ihm ein Grabmal gewidmet, und auf diesem Grabmal, und daneben liegt, er liegt eben neben seiner Frau, und sein Grabmal hat eben auch die Inschrift Beren und Lucien, und das ist ja auch eine sehr tragische Liebesgeschichte in Mittelerde zwischen einem Menschen und einem Elbenmädchen, und die wir zum Beispiel auch aus dem Herr der Ringe kennen, da wird sie kurz von Aragorn angesprochen und eben als ein Zeichen der über den Tod andauernden Liebe der beiden, und finde ich wunderschön. Das sind so Dinge, die, wenn man eben in Biografien und Geschichten entdeckt, wo einem so das Herz aufgeht, wo man spürt, seine Kinder haben eben auch die Liebe zu dieser Geschichte gefunden, und es gibt eben allerlei Kuriositäten, die sich dann auch um die Geschichten sozusagen winden. Zum Beispiel ist Tolkien sehr ländlich aufgewachsen, in einer wirklichen Idylle, und man geht davon eben aus, dass er sich da hat ein bisschen was abgekupfert hat für das Auenland. Denn auch dort geht es sehr ländlich und idyllisch zu, und man merkt das zum Beispiel auch wieder am Sprachlichen. Es gibt ein Dialektwort namens Gam-Gi,
Und das steht für Baumwolle. Und man könnte jetzt die Vermutung nahelegen, dass er dem Gärtner Samwise Gamgee eben genau aus diesem Grund den Namen gegeben hat. Und so im Grunde ein Protagonist der Hobbits erschaffen wurde. Zudem hat er als Kind einen Tarantella-Biss erlebt und war danach sehr, sehr krank. Und es gibt ja auch sehr große, giftige Riesenspinnen in der Welt in Mittelerde, die dann im Herr der Ringe, glaube ich, noch eine über ist. Aber in der Zeit davor gab es ja sehr, sehr viele, die durch die Lande streiften. Und kann man sich nicht bildlich vorstellen, dass dieser geniale Schriftsteller sich als Kind dachte, meine Güte, diese Tarantella ist ein Riesenvieh, und dann eben diese Geschichte verarbeitet hat, indem er tatsächlich riesige Spinnen geschaffen hat. Und ich finde das einfach großartig. Das sind so Momente, wo man merkt, so weit weg und so tot ist dieser Autor gar nicht, denn es ist alles noch so nah und auch so frisch bei einem. Er hat 1937 den Hobbit herausgebracht, 1957 ist er dann in Deutschland erschienen. Es ist ursprünglich ein Kinderbuch von eben Zwergen und Hobbits und einem Zauberer, die eben auf die Reise gehen, um den Drachen Smaug zu besiegen, der schon seit 60 Jahren auf dem Zwergenschatz ruht. Und wir eben dieser Geschichte eigentlich in einer Art wirklich wunderbaren Kindergeschichte nachgehen, verfilmt. Über die sprechen wir hier einfach mal nicht, über das Filmwerk, weil das dem Buch einfach gar nicht nahe kommt. Und ich das Buch super schön fand. Ich habe es tatsächlich erst nach Herr der Ringe gelesen, aber zu meiner Lesegeschichte kommen wir dann ein bisschen später. Es ist aber tatsächlich so ein bisschen die Vorgeschichte zum Herrn der Ringe, denn es spielt 60 Jahre davor, und so manchen Protagonisten treffen wir dann eben im Meisterwerk von Tolkien, nämlich im Herr der Ringe. Und Tolkien hat hier tatsächlich 1954 eigentlich eine Trilogie abgelehnt. Er wollte eigentlich eine 6-bändige Reihe herausbringen. Er hat auch die Kapitel genau so benannt, dass sie 6 Teile ergeben, nämlich, das habe ich mir rausgeschrieben, Der Ring wandert, Der Ring geht nach Süden, Isengards Verrat, Der Ring geht nach Osten, Der Ringkrieg und dann das Ende des dritten Zeitalters. Und er war tatsächlich auch gar nicht glücklich, was den Titel des dritten Bandes im Grunde betrifft, egal ob sie Rückkehr oder die Wiederkehr im Deutschen des Königs ist. Er fand den dritten Titel sowohl im Englischen wie im Deutschen, dass es viel zu viel über die Geschichte erzählt und man ja erahnen könnte, was dann im dritten Band passiert. Und ich muss ihm da tatsächlich zustimmen. Wie könnte es anders sein, würde ich diesem Genie widersprechen? Natürlich nicht. Ich finde tatsächlich, dass seine Titel mir persönlich viel besser gefallen haben, auch wenn ich finde, der Verrat Isengards ist auch schon fast zu viel gespoilert. Und man muss sich überlegen, wo der Titel Die zwei Türme herkommen. Die Gemeinschaft des Ringes, das finde ich, klappt noch ganz gut. Aber dann finde ich tatsächlich die Titel in jeglichen Sprachen nicht wirklich gelungen. In Deutschland wurde die Geschichte 1970 herausgebracht und es gab dann tatsächlich noch ein Schlupfloch in den USA, denn es wurde nirgendwo geregelt in der damaligen Zeit, wie es denn mit Taschenbüchern aussieht, also wer Rechte dann hat, wenn ein Taschenbuch herauskommt. Und so wurde es in den USA als Raubdruck herausgebracht, was eben damals eigentlich irgendwie noch so ein Schlupfloch war, ein graues Gesetz war, und das hat sich eben einer zunutze gemacht. Und so ist dann auch der immense Erfolg der Reihe und Tolkien zu erklären, denn wenn das einmal in den USA einen Hype erfährt, dann wissen wir das, dann ist das überall groß und großes Kino. Und hat dann der Herr der Ringe seinen Weg genommen und ist ja auch, glaube ich, das meistgelesene oder meistgekaufte Buch auf unserer Erde, in unserer Zeit. Und dann das nächste Meisterwerk, was ich auch großartig finde, ist das Silmarillion. Das ist ja sogar erst posthum veröffentlicht worden, 1977. Das hat sein Sohn noch, der Christopher, der auch Autor ist, dann veröffentlicht. Und in Deutschland konnten wir das 1978 genießen. Dann gibt es natürlich im Deutschen die deutsche Übersetzung. Und sie ist nicht schlecht, das möchte ich gar nicht sagen. Aber wenn man einmal ins wunderbar Original Englische gelesen hat, möchte man eigentlich fast gar keine deutsche Übersetzung mehr lesen. Außer
Ich muss ehrlich sagen, die Karus-Übersetzung ist für mich zwischen diesen beiden, die es gibt, tatsächlich die bessere Übersetzung. Ganz persönlich, denn auch Tolkien hat daran gearbeitet und hat dafür eben auch gesorgt, dass manche Namen nicht verändert wurden. Und er hat eben im Deutschen die Möglichkeit gehabt, ein Wort wie die Elben zu erschaffen. Im Englischen sind es ja einfach nur Elves, also Elfen. Und Elfen sind ja in unserer Sprache tatsächlich etwas ganz anderes. Und er hat hier wirklich wunderbar mit in die Sprache, in die deutsche Sprache mit hineingearbeitet. Und ich finde, man spürt diese Lebendigkeit und diese perfekte Vollzückung, die ich beim Lesen im Deutschen gemerkt habe, tatsächlich in dieser Übersetzung. Ich habe mich natürlich auch an der Kriege-Übersetzung, das ist die hier und das ist die Karu-Übersetzung, an der Kriege-Übersetzung versucht, muss aber ehrlich gestehen, ich glaube, ich bin über den ersten Band nicht hinausgekommen, der Kriege-Übersetzung. Ja, sie ist geschrieben, übersetzt im Jahre 2000, denn man wollte eben den Herr der Ringe ein bisschen moderner machen. Man wollte Dinge, die eben bei der Karu-Übersetzung vielleicht nicht so gelungen waren, verändern, anders machen. Und Kriege hatte das Ziel, dass er eben wirklich innerhalb der Übersetzung mehr herausarbeitet, über wen gerade geschrieben wurde und wer gerade etwas sagt. Er wollte die Unterschiede eben viel mehr darlegen, viel klarer alles sprachlich geben, was die deutsche Sprache hergibt. Und ich glaube, er hat es einfach übertrieben. Alleine, wenn man daran denkt, dass ja Samwise zu Frodo immer Master sagt und Karu und auch Tolkien im Deutschen fanden, dass das so ein gewisser Herr ist. Also es ist ja immer Herr Frodo. Das hat man zum Glück in den Filmen auch übernommen. Bei Kriege haben wir auf einmal Hey Chef. Und man denkt sich so, okay, hier, der Master war der Chef. Ich habe es auch begriffen. Ich fand es schrecklich. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe die Kriege-Übersetzung, ich fand es einfach grausig. Es gibt noch so viele andere Dinge, die da vermodernt und verdeutscht wurden. Und ich mir denke, ach nee, oh ja. Man hat dann tatsächlich auch diese Kriege-Übersetzung wieder ein bisschen überarbeitet, weil eben gerade Dinge, die viele Leser, die sich daran gestört haben, die hat man dann eben wieder verändert, wie dann eben das aus dem Chef dann wieder der Herr wurde. Was ich absolut in Ordnung finde, weil ein Master ist nun mal eigentlich nicht der Chef. Ne? Also es gibt ja auch Gründe, wie Tolkien darauf gekommen ist. Und ja, wie bin ich zu diesem großartigen Genie gekommen? Ja, es begann in der 7. Klasse. Und ich war schon immer eine Leseratte und ich würde sagen, mein erstes High-Fantasy-Buch war tatsächlich die Unendliche Geschichte, die natürlich vielleicht doch mehr Urban-Fantasy ist, aber ja, Phantasien ist ja definitiv eher dann High-Fantasy. Wie die Genre, na, da hatte ich schon mal ein extra Video gemacht, das ist ein bisschen verwirrend. Deswegen, meine erste Berührung war tatsächlich wahrscheinlich die Unendliche Geschichte, dass ich Fantasy toll fand, dass ich neue Welten entdecken konnte, dass ich auf den Rücken von Fuchur durch Phantasien geritten bin und ja, habe dann eben in der 7. Klasse einen ganz, ganz tollen Deutschlehrer gehabt und der uns eben die verschiedenen Genres dieser Welt näher gebracht haben. Also vom Thriller über den Krimi, über keine Ahnung und dann eben bei High Fantasy landete. Und da natürlich uns den Herrn der Ringe vorgestellt haben. Und für ihn ist tatsächlich das High Fantasy Buch schlechthin war. Und er gesagt hat, diese Geschichte, diese Welt beinhaltet alles, was man sich aus diesem Genre versprechen und wünschen kann. Und nachdem wir so einen kleinen Ausschnitt gelesen haben und er uns da im Grunde auch erklärt hat, was eben High Fantasy ist, also wirklich nur so in 1, 2, 3 Unterrichtsstunden, ging klein Steffi mit ihren grob, ja, wahrscheinlich 12, 13 Jahren in die Bücherei und ließ sich den Herrn der Ringe, auch schon in der Karu-Übersetzung logischerweise, und ging damit nach Hause und tauchte ein und tauchte nie wieder daraus heraus. Ja, ich habe den ersten Band verschlungen, bin dann in die Bücherei, musste enttäuscht feststellen, dass aktuell nur der dritte Band da ist, habe diesen dritten Band eingepackt, habe ihn eine Woche ruhen lassen. Dann kam damals noch per Postkarte die Info, dass das vorgemerkte Buch da ist. Und ich bin losgetigert, habe den zweiten geholt, habe ihn verschlungen und zum Glück war der dritte schon da gelegen und hat direkt weitergelesen. Und nach dieser ersten Liebe, dieses ersten Eintauchens in Mittelerde, gab es kein Halten mehr für mich und die Bücherei.
Ich habe alles gelesen, was unsere Bücherei von Tolkien hatte, von dieser wunderbaren Welt, egal ob es, ja, ich glaube, das Silmarillion war so ziemlich das nächste, was ich gelesen habe. Das ist ja die Erschaffung der Welt von Mittelerde, wo wir tatsächlich so die Ankunft der Elben erleben. Es geht dann halt weiter mit dem Hobbit, der 60 Jahre vorm Herrn der Ringe spielt. Wir haben hier noch die verschollenen Geschichten. Das sind eben kleine, feine Geschichten in und um Mittelerde. Wir haben dann hier so einen Dreierschuber, habe ich damals mal bekommen. Da haben wir Thor und seine Ankunft in Gondolin, Feanors Fluch, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und auch die Geschichte der Kinder Huriens, eine tragische Geschichte von Geschwistern, die nicht wissen, dass sie es sind und dass das auch katastrophal ändern kann. Da habe ich sogar die Kinder Huriens doppelt nochmal in so einer schönen, ach, in so einer richtig schönen Ausgabe. Ja, wie ihr seht, in meinem Regal findet sich ja auch viele Ausgaben wieder. Und dann gibt es hier noch die Geschichten aus dem gefährlichen Königreich. Das ist tatsächlich auch so eine wirklich wunderschöne Neuauflage, die ich, glaube ich, auch erst vor 2 Jahren oder was, ich glaube sogar auf einer Buchmesse oder kurz danach dann gekauft habe. Ja, dann ist bei mir nach und nach sind bei mir eben die Herr der Ringe Bücher eingezogen. Der erste Schuber war tatsächlich die Grege Übersetzung. Und ich kam mir damals beim Lesen der Übersetzung so vor und dachte, hä? Was ist denn da anders zu deiner eigentlichen Übersetzung? Weil das klang ja wirklich mehr als komisch. Und bin dann dahinter gekommen, ah, oh, da ist ein anderer Übersetzer. Das war mir tatsächlich mit 15, 16 noch überhaupt nicht bewusst. Und habe mir dann eben, nachdem ich immer wieder das Buch so um die Weihnachtszeit aus der Bücherei gelesen habe, bin dann eben auf Suche gegangen nach der Original, für mich Originalübersetzung von Karu und habe die dann mal in einem Antiquariat gefunden. Ich weiß nicht, warum die Bücher immer alle grün sind aus dem Klett-Cotta Verlag, weil eigentlich spricht ja Bilbo immer vom roten Buch, beziehungsweise heißt es immer, es ist das rote Buch und eigentlich irgendwie hätten die Bücher immer rot sein müssen. Und dann vor noch gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht 5, 6 Jahren, ist dann die englische Originalausgabe bei mir eingezogen und wurde auch einmal seither gelesen und die sieht wirklich wunderschön aus und so sehen dann eben auch eigentlich die Cover gestaltet aus. Wunderschön in diesem schwarzen Schuber. Ja, es hat sich natürlich erweitert um die Filme. Ich habe auch ein tolkienisches Sprachenbuch, was das Elbische betrifft, um einfach hoch im Herrn der Ringe alles zu übersetzen, was ich möchte. Wir haben hier das große Hobbit-Buch, eine Ausgabe, die es passend zur Verfilmung gegeben hat. Ein Riesenwerk. Es gibt die Lieder der Hobbits in kleiner Form, wirklich super niedlicher Schuber mit 3 kleinen Büchern. Man sieht hier hinten vielleicht, ich weiß nicht, ob man sieht, die Tolkien Times, die ich seit Jahren immer wieder bekomme. Natürlich habe ich auch so ein paar Bücher. Ich habe das große Mittelerde-Lexikon. Hier hinten haben wir, muss ich mir mal das aus der Hand nehmen, ich weiß noch nicht, ob es gleich alles einstürzt. Hier hinten haben wir auch das Handbuch der Weisen, das ist auch ein Riesenwälzer. Dann hier die Weihnachts-, die Briefe vom Weihnachtsmann. Ach, da merkt man die Fantasie von Tolkien in jeder Seite. Und ich habe natürlich auch ein paar Bücher, die sich mit Tolkien und der Mittelerde-Welt beschäftigen. Tolkiens ganz gewöhnliche Helden, Tolkiens Geschöpfe und Tolkiens Zauber, die sich eben damit einfach ein bisschen beschäftigt haben und einem die Welt rund um Tolkien und Mittelerde einfach auch näher bringen wollen. Und so hat mich natürlich diese Mittelerde-Welt mehr als gepackt. Ich habe zig Dinge im Internet nachgelesen. Ich habe diese Welt studiert und so manch meiner Freunde sagt, Mensch, wohnst du eigentlich mit den Hobbits Tür an Tür? Und ich, das wäre mein absoluter Traum. Ich liebe diese Welt. Ich kann nicht wirklich erklären, warum gerade diese mich so gepackt hat, warum ich mich in Mittelerde zu Hause fühle, warum ich mich dieser Welt so nah fühle, warum mein Herz für diese Welt schlägt, aber sie tut es. Und sie tut es immer wieder. Egal, ob ich zu einem der Bücher greife, zu einem der Geschichten, zu den Filmen greife, ob ich mich einfach mal wieder in irgendeinem Forum rumtreibe oder irgendwas im Internet sehe. Ich bin immer hin und weg und ich bin immer begeistert von den Tiefen der Charaktere, die Tolkien geschaffen hat, von den wunderbaren Konflikten seiner Zeit, von den Dingen, die er aus seinem Leben eingebaut hat und die er wirklich so wunderbar rüberbringen konnte. Ich finde einfach, dieser Mann kann einfach schreiben, er konnte eine neue Welt
um die Sprachen, die er ja sich ausgedacht hat, entwickeln. Und wie traurig wäre eine Welt, ohne dass man irgendwie wüsste, wie Freund auf Elbisch heißt. Ich glaube, alle wissen das mittlerweile und ich liebe das. Ich liebe es, wenn es im Buch Elbisch losgeht, wenn Zwergisch gesprochen wird und man so da sitzt und denkt, oh, schön. Und Tolkien hat ja lange auch gesagt und vertritt ja diese Meinung, glaube ich, auch ziemlich bis zu seinem Ende. Er hat ja den Herr der Ringe sich gar nicht ausgedacht, sondern er hat eben das Rote Buch gefunden und er hat die Geschichte nur ins Deutsche, ins Englische übersetzt und hat dann eben geschichtliche Nachforschungen gemacht. Und es ist wunderschön, sich das vorzustellen. Und überhaupt, es ist für mich wirklich ganz, ganz ein tolles und warmes Gefühl, wenn ich mir vorstelle, wie er saß, umgeben von seinen Kindern und ihnen vielleicht den Hobbit vorgelesen hat. Ich weiß gar nicht, wie oft er das vielleicht getan hat, denn er hat ja gerade im Hobbit auch sehr viel immer wieder geändert, damit es dann zum Herrn der Ringe gepasst hat. Dadurch, dass er der Hobbit eher erschienen ist, gab es eben nach dem finalen Herrn der Ringe einige Änderungen am Hobbit, damit eben so manche Dinge wieder zueinander gepasst haben. Und ich finde das so toll, dass diese Geschichten so gelebt haben, dass er sie auch zu lebendig gemacht hat und sie auch gelebt hat. Und er uns einfach auch nach, ja, 60 Jahren noch begeistern kann, uns mitreißen kann. Und das wäre wirklich einer der Schriftsteller, mit denen ich gerne einfach nochmal einen Kaffee trinken würde. Vielleicht gelingt mir das irgendwann im Nirvana und wir trinken gemeinsam ein Kaffee, wobei er ist ja Katholik, er wird dann hoffentlich im Himmel sein. Vielleicht können wir da uns auf einer Zwischenebene irgendwie treffen, wo ich mich dann auch wiederfinde. Ich finde es toll. Er hat eben Charaktere geschaffen, die durch Heldenmut beweisen, dass die Welt eben nicht böse ist. Und dazu musste man nicht der Held sein, man musste nicht der Krieger sein wie Aragorn oder wie Boromir, sondern man konnte eben auch einfach Gärtner sein. Und einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, nicht nur in Mittelerde, sondern eben auch in der Literatur, ist einfach Samwise Gamgee. Ich bin ein absolutes Fangirl von Sam. Und ich finde, das hat ja George R. R. Martin dann wiederum gesagt, jeder Mensch braucht seinen Sam. Und er hat ja zum Beispiel auch Sam Valtali in das Lied von Eis und Feuer eingepackt. Und es gibt ja noch so einige Geschichten, die einen Sam oder Sam ja, uns im Grunde geben. Und ich glaube tatsächlich, so als Hobbit im Auenland mit einem Gärtner wie Sam, da kann einem eigentlich nichts Schlechtes passieren. Der einzige Nachteil als Hobbit wäre natürlich, dass man keine Schuhe hat. Was mache ich ohne Schuhe? Ja, ich laufe da eben barfuß durchs Auenland. Ne? Es ist einfach meine große Liebe. Es ist meine Welt, es ist meine Geschichte, in die ich am liebsten reise, in die ich am liebsten abtauche, von der ich mich am liebsten umgeben lasse und von der ich nie genug bekommen kann. Ich immer wieder mich freue, wenn es da etwas Neues gibt. Es wird ja jetzt im Jahr 2017 eben die besagte Liebesgeschichte von Beren und Lucien in einer Sonderausgabe geben. Und da freue ich mich echt schon, weil ich diese Geschichte, oh, ich liebe diese Geschichte. Und es ist so schön, auch in der Zeit, zum Beispiel beim Silmarillion, zurückzureisen vor dem Ringkrieg, eben ins erste oder zweite Zeitalter. Und dort die Geschichte einer Welt zu lesen, die es ja eigentlich nicht gibt, die sich aber anfühlt, als würde man tatsächlich in einem echten Geschichtsbuch lesen, nur viel spannender natürlich. Und ich liebe diese Ausführlichkeit, die Tolkien geschaffen hat, die Atmosphäre, die einem umgibt, dass man wirklich alles vor Augen hat, dass sich wie ein Film im Kopf abspielt. Und ich weiß nicht, in wie vielen Nächten ich seit dem ersten Lesen schon irgendwo in Mittelerde verbracht habe, egal ob ich dann durchs Auenland gestreift bin oder ja irgendwo umhergeritten bin. Ich bin auch ein großer Elbenfreund, deswegen wäre wohl auch Nimlatris auf jeden Fall ein Ort, wo ich gerne wäre. Ja, Imlatris ist schon schön. Ja, in diesem Sinne, es ist eine große Liebe. Ich kann nicht erklären, warum. Ich kann nur so viel sagen, dass mich keine andere High-Fantasy-Geschichte mehr so packen, so berühren konnte. Und ich dieser, also bis auf jetzt wahrscheinlich nie den Rücken kehren werde, ich den Herr der Ringe noch einige Male in meinem Leben lesen werde, die Filme sehen werde. Die Musik läuft sehr, sehr oft beim Lesen, der Soundtrack. Und es gibt ja auch sehr viele, angelehnt an den Herrn der Ringe, das ist ja eher so keltische Musik, einfach unglaublich. Und
Ja, was gibt es heute Schöneres, als dass wir einen Geburtstag feiern? Und wer wird schon 125 Jahre und man erinnert sich seiner noch? Ich denke auf jeden Fall, dass wir heute einfach mal feiern den Geburtstag von Tolkien zusammen mit seiner wunderbaren Geschichte, zusammen mit einer wirklich grandiosen Welt. Und ich hoffe, ich konnte meine Liebe ein bisschen rüberbringen, meine Mittelerde-Geschichte euch einfach mal so ein bisschen, ja, vielleicht auch erklären, auch wenn ich sie mir selbst ja nicht erklären kann, aber ich konnte sie euch erklären. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr Mittelerde auch verfallen seid oder ob ihr sagt, das ist gar nichts für euch. Also, ich weiß nicht, ne? Es ist ja heute sein 125. Geburtstag. Ich erwarte nur nette Worte. Nein, wer es nicht mag, kann ich absolut verstehen. Oder auch nicht. Aber ne, ich denke, wir können da auf jeden Fall wunderbar uns austauschen. Und wer natürlich High-Fantasy-Buchtipps hat und sagt, hey, der Herr der Ringe war geil, aber guck mal, das ist vielleicht sogar noch geiler, dann natürlich auch gerne in die Kommentare. Und nun wünschen wir Tolkien, egal wo er ist, einfach einen Happy Birthday. Und ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss, eure Steffi.